Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um die EEG-Umlage gehen. Die EEG-Umlage ist natürlich uns allen irgendwie bekannt, mindestens daher, dass wir alle als Endverbraucher sie natürlich in unserem ganz normalen Strompreis haben und sie ein ganz signifikanter Teil der Höhe des Strompreises ist, so in etwa nämlich ein Viertel dessen, was wir als Endverbraucher so bezahlen müssen, ist die EEG-Umlage. Aber natürlich ist sie uns als Energiewirtschaftler auch ganz bekannt, weil sie natürlich der Mechanismus ist, über den die Förderung des Zubaus von erneuerbaren Energienanlagen in den letzten 20 Jahren organisiert wurde. Und heute möchte ich mal ein bisschen darüber reden, wie die EEG-Umlage einerseits, aber vor allem auch das EEG-Konto dahinter funktionieren, wie es dazu kam und wie das Ganze organisiert wird und wie sich das immer mal so weiter verändert. Also, wir haben im Jahr 2000 das EEG-Jahr bekommen, das Erneuerbaren-Energien-Gesetz. Und dieses definiert eben unter anderem die Finanzierung des Zubaus von erneuerbaren Energienanlagen. Die Finanzierung funktioniert schlussendlich darüber, dass es eine Vergütung, eine feste Vergütung für EEG-Strom gibt. Diese Vergütung wird von den Verteilnetzbetreibern an die Anlagenbetreiber gezahlt. Das heißt, wenn man als Unternehmen oder als Privatperson eine erneuerbare Energienanlage, Photovoltaik, Windkraft, was auch immer, betreibt und den Strom einspeist, dann bekommt man für jede Kilowattstunde eine feste Vergütung, die eben nicht abhängig davon ist, welche Handelspreise gerade laufen, sondern die ist eben fest. Das ist eine schöne Subventionierung, das gibt eine gewisse Investitionssicherheit und über diesen Weg ist der Zubau der erneuerbaren Energienanlagen über die letzten 20 Jahre eben auch sehr gut vorangetrieben worden. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir eine feste Vergütung haben, dann spiegelt das ja nicht unbedingt immer den konkreten Handelspreis wider. Also wie funktioniert es natürlich? Der Netzbetreiber nimmt den Strom ab und der Strom geht dann schlussendlich in den Energiehandel über, wird da ganz normal gehandelt und bekommt natürlich als EE-Strom eine Handelsvergütung. Ne? Der erreicht irgendeinen Preis. Wie wir im Thema Merit Order schon mal besprochen haben, wird der erneuerbare Energienstrom immer bevorzugt abgenommen. Das heißt, der ist immer im Handel und der erreicht dann eben irgendeinen Preis. Der Unterschied zwischen dem Handelserlös und der tatsächlichen Vergütung an den Anlagenbetreiber inklusive EEG-Vergütung, Förderung, Subventionierung, diese Differenz, dieser Unterschied, der muss ja jetzt irgendwoher gezahlt werden. Und der kommt vom EEG-Konto. Und das EEG-Konto wird über die EEG-Umlage aufgefüllt und eben ausgeglichen. So funktioniert schlussendlich ja erstmal der gesamte Mechanismus zwischen ja der schwankenden tatsächlichen Handelsvergütung und der aber festen, sicheren EEG-Vergütung, die an die Anlagenbetreiber gezahlt wird. Schlussendlich ist es so, wie funktioniert jetzt der ganze Mechanismus rund um die Umlage? Wir haben die Umlage ja schlussendlich auf unserer Stromrechnung. Das heißt, wir als Endverbraucher bekommen von unseren Versorgungsunternehmen auf den eigentlichen Strompreis ja verschiedene Faktoren aufgeschlagen. Das haben wir auch schon mal in einem separaten Video genauer besprochen. Einer der großen Faktoren neben den diversen anderen Abgaben ist die EEG-Umlage. Die EEG-Umlage macht bei uns so in etwa ein Viertel des Strompreises aus und wird dann an die weiteren Marktpartner einfach weitergereicht. Das heißt, der Energieversorger reicht es weiter an den Verteilnetzbetreiber im Rahmen der Netznutzungsabrechnung. Und der Verteilnetzbetreiber reicht es dann weiter an den Übertragungsnetzbetreiber. Und der Übertragungsnetzbetreiber oder die vier Übertragungsnetzbetreiber werden dann jeweils ihre Einnahmen aus den EEG-Umlagen auf das EEG-Konto einzahlen. Das EEG-Konto kann man sehr schön auf netztransparenz.de sich ein bisschen genauer anschauen. Da werden die Zahlen, die Daten ziemlich genau veröffentlicht und auch ein Stück weit visualisiert. Jetzt gibt es dann natürlich Unterschiede. Je nachdem, wie so das Jahr läuft, haben wir dort entweder mehr Einnahmen oder mehr Ausgaben auf diesem EEG-Konto. Weil das ist natürlich nichts anderes als ein Konto, was eben genau die Einnahmen, zum Beispiel aus den Umlagen, mit den Ausgaben, das ist zum Beispiel die ganz konkrete Förderung, gegenüberstellt. Je nachdem haben wir also am Ende einen Überschuss oder ja, eine Differenz, also einen Minusbetrag auf diesem EEG-Konto. Und je nachdem, was wir dort haben, verändert sich jetzt die EEG-Umlage im nächsten Jahr. Immer so in etwa im Oktober jeden Jahres
wird jetzt gecheckt, ja, wie sieht der aktuelle Stand aus? Haben wir eben mehr eingenommen als ausgegeben? Das passiert selten. Dann würde im nächsten Jahr die EEG-Umlage zum Beispiel ein bisschen fallen können. Haben wir tendenziell mehr ausgegeben als eingenommen, dann muss die EEG-Umlage ein bisschen weiter wachsen. Das hängt jetzt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem natürlich von der ganz echten und konkreten Vergütung von erneuerbaren Energienanlagen im Handel. Je höher die Vergütung dort ist und je näher die an der subventionierten Vergütung ist, desto weniger muss ja ausgeglichen werden aus dem EEG-Konto. Genauso wie viel Zubau von erneuerbaren Energienanlagen gab es im Jahr und auch wie viele Anlagen fallen aus der Vergütung heraus. In den nächsten Jahren fängt das ja an. Ab 2021 fallen EEG-Anlagen, die allerältesten vom Jahr 2000, ja aus der Vergütung heraus, weil diese Vergütung nur 20 Jahre lang, nur 20 Jahre lang läuft. Dementsprechend fallen da verschiedenste Faktoren rein, natürlich auch der aktuelle Stand des EEG-Kontos und auch die Reserven, die da mit drin sind für verschiedene Schwankungen, die ja im Laufe des Jahres kommen könnten. Und je nachdem wird dann eben die EEG-Umlage für das nächste Jahr von den Übertragungsnetzbetreibern angepasst. Ich möchte mal kurz ein bisschen erwähnen, wie sich so die EEG-Umlage über die letzten Jahre verändert hat, an einfach ein paar Beispieljahren. Fangen wir mal an mit 2003, also relativ kurz nach der Einführung des EEGs und damit auch der EEG-Umlage. Im Jahr 2003 lag sie bei 0,41 Cent pro Kilowattstunde. Ein paar Jahre jetzt mal vorgesprungen, im Jahr 2010 lag sie dann schon bei 2,04 Cent pro Kilowattstunde. Also von 0,4 auf 2 Cent über diese 7 Jahre gesteigert. Im Jahr 2018 lag sie dann aber schon bei 6,792 Cent pro Kilowattstunde. 2019 ein bisschen gefallen auf 6,4 und jetzt 2020 wieder bei 6,75 Cent pro Kilowattstunde. Was sagt das aus? Wenn wir einfach mal betrachten, 2003 bei 0,4, 2010 bei 2,0 und 2020 bei 6,7 Cent pro Kilowattstunde, können wir ja schon mal sehen, das ist eine ganz schöne Belastung für die Haushaltskunden, das ist eine ganz schöne Belastung für den Strompreis, wie er von den Verbrauchern bezahlt werden muss. Vorausgesetzt, man ist als Verbraucher nicht davon befreit. Als normaler Haushaltsverbraucher kann man praktisch nicht davon befreit werden, außer man betreibt eigene Anlagen und lässt Strom praktisch nur innerhalb des eigenen Netzes fließen. Dann gibt es da Möglichkeiten, auch so im Kontext von Quartierslösungen, Mieterstrom und sowas, gibt es Möglichkeiten, dass Strom von der EEG-Umlage befreit wird. Aber im eigentlichen Sinne ist das nur für richtig große Industrieverbraucher möglich, nämlich im Sinne einer Wirtschaftsförderung können die sich von der EEG-Umlage befreien lassen. Das ist natürlich aus wirtschaftspolitischer Sicht ganz klug und richtig, aber aus sozialpolitischer Sicht ist es nicht besonders klug, gerade die finanzschwachen Haushalte mit einer ja 25-prozentigen Preissteigerung auf den Strompreis dann nochmal irgendwie zu belasten. Das heißt, die EEG-Umlage ist vielleicht gar nicht mal ein Mittel, was wir dauerhaft so haben wollen. Eine Möglichkeit, um die weitestgehend zu ersetzen, wäre ein wirklich funktionierender Emissionshandel rund um CO2-Ausstöße zum Beispiel, in dem eben tatsächlich eine echte Strafe dafür bestehen würde, dass man CO2 emittiert und man dafür eben Zertifikate kaufen muss, die dann wiederum in die Förderung von EEG-Anlagen einfach übersetzt werden können. An der Stelle ist also nicht mehr der Endverbraucher, der Haushaltskunde, derjenige, der diese Umlage zahlt und damit auch einzahlt in die Förderung, sondern die tatsächlichen Emittenten, die also tatsächlich CO2 verursachen, die würden es eben bezahlen und der Rest kommt schlussendlich schon noch irgendwie aus Steuergeldern, ist ja klar. Aber so würden wir wenigstens die Haushalte ganz konkret ein bisschen entlasten. Das ist auch deswegen interessant, weil das in allen anderen Bereichen, also Kohle, Strom und Kernkraft, natürlich genauso funktioniert hat. Da gab es natürlich auch eine enorme staatliche Subventionierung. Das ist ganz klar, weil Kraftwerke als solche sind verdammt teuer. Die lohnt sich ganz oft gar nicht mal aus purem Eigenbetrieb. Und die wurden beim Bau, beim Betrieb und auch beim Abbau immer wieder von Steuergeldern enorm subventioniert. Dazu gibt es jede Menge Daten. Dazu wird es auch mal ein separates Video von uns geben. Und man soll an der Stelle sich einfach mal den Begriff Kohlepfennig vielleicht ein bisschen anschauen. Da wurde mal versucht, die Kohleverstromung über einen Aufschlag auf den Endkundenpreis zu subventionieren. Da gab es entsprechende Verfassungsbeschwerden und es ist nicht mehr dazu gekommen. Aber auch dazu werde ich mal ein Video machen. Das ist ganz spannend, dass wir eben in diesem Bereich eine klare
Steuergelder Subventionierung hatten für die Anlagenbetreiber, und beim Bereich der erneuerbaren Energien haben wir es natürlich nicht. Also das ist halt vielleicht nicht ganz fair gewesen, wie das so gelaufen ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber das werden wir in weiteren Videos genauer auseinandernehmen. Heute wollte ich ein bisschen darüber reden, wie die EEG-Umlage und das EEG-Konto funktionieren, wie da also die Förderung der Anlagen schlussendlich funktioniert und wie dann eben auch die Belastung für die Endkunden, für die Endverbraucher zustande kommt. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu oder eigene Ideen, wie man sowas weiterentwickeln könnte, dann schreibt es mal ruhig unten in die Kommentare. Ansonsten gebt diesem Video bitte einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Immer so in etwa 2/3 der Zuschauer sind noch nicht Abonnierende. Ihr könnt ruhig aufs Abo drücken. Hier kommen jede Menge weitere tolle Videos über die Energiewirtschaft und Energiewende von Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche.